Und vor uns liegt die Stadt Dzierżonów, auf Deutsch Reichenbach. Polnisch ist sie benannt nach dem bekannten Bienenforscher, dem Pfarrer Dr. Johannes Dzierżon. Die Stadt ist vor 1230 gegründet worden, und zwar in einem Siedlungsgürtel von 20 Kilometer Länge, 4,5 Kilometer Breite. Reichenbach war Mittelpunkt eines aus etwa 30 Dörfern bestehenden Reichsbilds. Im 16. und am Anfang des 17. Jahrhunderts erlebte die Stadt eine wirtschaftliche Blütezeit mit Tuchhandel, Leinenherstellung und auch der Herstellung von Barchint. Hier in der Nähe blieben die beiden Weber. Dörfer Langenbillau und Peterswaldau. In diesen Dörfern ist es 1844 zum Weberaufstand gekommen. Seinen literarischen Niederschlag hat der Weberaufstand in der Werk Die Weber 1891-92 von Gerhard Hauptmann gefunden, ergänzt um die Bilder von Käthe Kollwitz als Symbol für sozialen Protest. 1815 bis 1820 gab es einen eigenen Regierungsbezirk Reichenbach, der aber von der preußischen Regierung aus Sparsamkeitsgründen aufgelöst wurde. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war Reichenbach etwas vernachlässigt, stand wenig im Interesse der Politik. Auf der linken Seite, wo ja das Gebirge beginnt, das Vorgebirge, liegen die beiden Dörfer Langenbillau und Peterswaldau. Das sind die Dörfer, in denen der Weberaufstand stattgefunden hat. Das sind beides lange Straßenhufendörfer gewesen, von 8 bzw. 9,5 Kilometer. In Langenbillau gab es um 1800 282 Weber mit 372 Webstühlen. Dort wurde 1805 und die Dierigwerke gegründet, die zu einem der größten Textilunternehmen in Schlesien wurden. Dies ist zur Not der Weber nach 1815 gekommen. Da waren einmal natürlich die Befreiungskriege, die andere Prioritäten setzten. Dann viel schlimmer kam auf dem Leinensektor die englische Konkurrenz dazu. Es entwickelte sich eine maschinelle Textilherstellung, die natürlich die Gebirgsweber an ihren englischen Webstühlen benachteiligte. Es kam dazu ein unsoziales Verhalten der Garnhändler und Textillieferanten, da sich die Weber in Abhängigkeit von diesen sogenannten Textilfabrikanten befanden. Textilfabrikanten stellten sowohl oder verkauften an die Weber das Garn, das die Weber dann verarbeiteten, und gleichzeitig mussten sie diese Leinen dann an dieselben Kaufleute verkaufen. Also von dem Lohn wurde dann gleich abgezogen der Einkaufspreis, sodass das irgendwie auch unwirtschaftlich und sehr schwierig für die Weber wurde. Herr Schmielewski, auch der Mikrofonabstand ein bisschen größer, das wäre besser. Ja. Dies führte dann zu dem Weberaufstand in Peterswaldau, der am 5. Juni nach Langenbillau übergriff. Es war eigentlich eine Maschinenstürmerei. Fabriken wurden verwüstet und es gab in Langenbillau dann einen Militäreinsatz. Das war die Antwort des preußischen Staates. Und zu dieser Zeit gab es noch keine Sozialpolitik in der Form, wie wir sie kennen. Und es gab dann in Langenbillau 11 Tote und 24 Verletzte. Werfen wir einen Blick nach Peterswaldau.
Ortschaft ein bisschen weiter nördlich gelegen war. Hier gab es im Jahre 1840 670 Baumwollwebstühle, 58 Woll, 8 Leinen und 45 andere Webstühle. Der Weberaufstand begann, wie er gesagt, dann auch in Peterswalda. Und zwar nachdem der Fabrikant 20er am 3. Juni 1844 einen Arbeiter der Polizei übergab, der das gegen den 20er Gericht und andere Textilunternehmer gerichtete Weberlied, das Blutgericht, abgesungen hatte. Nachdem also der Fabrikant diesen Sänger der Polizei übergeben hatte, wurde dann seine Fabrik am nächsten und übernächsten Tag in erregten Massen der Weber demoliert. Auch hier hat das Militär den Aufruf unterdrückt. Also hier in einer Region des sozialen Konfliktes 1844 bewegen wir uns jetzt. Danke.